Ja, hallo zusammen. Ja, doch. Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit einer neuen Folge Grimdawn. Und offen gestanden wird es diese Woche auch nur Grimdawn geben. Nichts anderes. Muss ich mal auf die Uhr gucken, weil ich mein Stream Deck nicht gestartet habe. Komm mir eben. Schisch mit dem Scheiß. Achso. Okay. Alles klar. Ja, und ich habe mir Dynamit besorgt, weil der ein oder andere so nett war, mir zu sagen, wo ich Dynamit finde. Und deshalb möchte ich jetzt hier nochmal rein. Und auch wenn der liebe Magic Man mir sagte, nee, geh da nicht rein. Ich will da rein. Und wenn ich verprügelt wäre, dann ist das so. Dann lebe ich damit. Ich werde mich ärgern, dass ich eingegangen bin, aber ich will es tun. Das heißt, ich habe den Rat, den man mir gab, beherzigt und habe mir Dynamitstangen basteln lassen. Ich wusste, dass es geht. Was ich halt nicht mehr wusste, war, wo geht es. Nachdem man mir das netterweise geschrieben hat, danke dafür nochmal auch an alle, die mir dachten, okay, so und so kommst du an Dynamitstangen, war das die einfachste Variante und für die habe ich mich natürlich auch entschieden. Ich glaube, ich muss den Sound ein bisschen lauter drehen. So sollte es besser sein. Genau, und wir wollen jetzt endlich dahin. Und es hat mich ja beim letzten Mal schon genervt, dass ich da nicht genügend Dynamitstangen hatte. Und deshalb gehen wir heute da rein. Wie gesagt, und wenn ich Prügel kriege, kriege ich Prügel, dann ist das so. Darum. Ach, lass mich in Ruhe. Was? Mal was gucken, ob ich das gemacht habe. Nein, habe ich natürlich vergessen. Der wollte ihn noch, aber gut, das ist jetzt nicht so ganz so gravierend. Auf, wie geht's ihm? Jo. So, hallo. Ich bin die Ute. Du kannst mich mal. Kreuzweise, glaub mir. Eine Backe. Wow, auch wenn er vom Level her schon 5 Level über mir war. Was ich gleich mal sagen möchte, es wird diese Woche nur Grimdawn-Folgen geben. Anders passt es nicht in meine zeitliche Planung für dieses Wochenende. Deshalb diese Woche nur Grimdawn-Folgen. Ist manchmal so, aber das normale Leben geht vor und heute Abend kommt Fußball und wir gucken das mit ein paar Freunden. Morgen habe ich auch keine Zeit oder nicht viel Zeit und deshalb gibt es diese Woche eine Rimdawn. Jetzt irgendwie Samstagnachmittag, so 10 vor 5 oder so. Ich nehme die 5 Grimdawn-Folgen jetzt auf und dann geht's zum Fußball. Und ja. Morgen bin ich auch schon verplant, wie das dann so ist. Ey, Freunde, bleibt mal locker. Echt ernsthaft jetzt. Kannst das mal lassen. Level 73, 8 Level über mir. Yippie-yay. So. Ey, kannst du das mal lassen? Das war jetzt kein toller Loot, kann man nicht sagen. Aber ich glaube... Na gut, weiß ich nicht. Champion des Lichts oder so. Was haben wir denn hier? Ach, wieder 6000. Es ist eine epische Zweihandachse.
die aber mal geflissentlich 6000 weniger Schaden macht als diese scheiß grüne, seltene Zweihandaxt. WTF, warum? Ich meine, wir sind auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Was soll der Rotz? Man weiß es nicht. Das Spiel mag mich halt einfach nicht. Aha. Hier mich auch. So. So, erstmal das Gesamt hier drumherum verabschieden. Da gibt gerade ganz schön Haue hier. Aber jetzt kommt ihr von da unten auch noch anmarschiert. Findet ihr nicht, dass ein bisschen viel ist? Also ich finde schon. Ah, da kommt der Bossige wieder anmarschiert. Da hinten sind es noch gesockt. Können wir das mal lassen? So, und jetzt. Lilanes Arschloch. Och Mann, und von hinten auch noch. Wir sind ja nicht zum Gangbang, ne? Holla, Driho. Holla, Driho. Gen. Langweil mich nicht. Fall tot um. Danke. Jetzt auch alles wieder nicht so toll. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Habe ich ihn da schon wieder. Bisschen Kohle. Ja, also diese Woche nur Grim Dawn Folgen, keine Last Epa Folgen. Passt diese Woche nicht in meinen Zeitplan. Ja, dann habe ich heute das erste Mal mir zwei Sachen bestellt. Eine Sache ist heute schon gekommen und zwar, ja, eigentlich waren es drei, weil zwei eher haushaltstechnisch unterwegs waren. Das eine ist endlich ein Staubsaugerroboter. Erstens bin ich faul, zweitens hart meine Katze, dass das nicht mehr feierlich ist. Ist schon nice. Ich habe ihn heute nur ein bisschen geladen, ein bisschen ausprobiert. Läuft gut. Er erkundet jetzt sozusagen die Wohnung. Und ja, ihr mich auch. Dann habe ich mir heute noch... Ich weiß nicht, wie ihr das, ob ihr das Problem kennt. Ich wohne, also mein Schlafzimmer ist unter einer Dachschräge. Ist hier noch irgendwas? Nicht so richtig, oder? Mein Schlafzimmer ist unter einer Dachschräge und die Wohnung ist jetzt auch nicht sonderlich gut Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wartet mal. Nicht so sonderlich gut abgedichtet. Ergo, Winter, kalt. Kann ich fast besser mit umgehen als mit dem, was die letzten Tage war. Übrigens, lieber Magic, das war jetzt eher harmlos. Ich weiß nicht, wo du da den Überboss gesehen hast. Aber gut. Was wollte ich sagen? Und nicht lügen? Genau. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, weil mein Kühlgerät war jetzt mal, das was ich noch hatte, war halt so ein Ventilatorersatz mit Wasser drin. Habe ich dann angeworfen, weil irgendwie 30 Grad oder noch wärmer im... Hallo? Also wenn man nachts nicht schlafen kann vor Hitze, ist das halt sehr ungeil. Also finde ich zumindest. Und wenn du dann um 4:30 aufstehen musst, ist es noch weniger geil. Gut, jetzt nächste Woche soll es kühler werden. Soll mir erstmal recht sein, aber das war bestimmt noch nicht die letzte Hitzewelle, die wir hatten.
Ja, genau. Genau, Freunde. Jedenfalls habe ich dann geguckt und habe geschaut und ja, wollte mir zuerst so eine mobile Klimaanlage kaufen und habe dann aber festgestellt, Alter, die Stromkosten sind exorbitant. Und wenn ich dem Test von heise.de glauben soll, und den vertraue ich eigentlich, ist die Temperatursenkung jetzt im Vergleich zu den Anschaffungskosten, / Stromkosten jetzt auch nicht so effektiv. Zumindest wurde das suggeriert. Das mag für mobile Geräte für 1000 Euro dann schon wieder anders aussehen, aber so meine Denke war so bis 400 Euro und dann ist auch gut. Ja, und deshalb bin ich von dem Ganzen etwas wieder zurückgetreten. Voller Schlurfer. Hört sich jetzt scheiß mal, lachst. Echt jetzt. Ja, schon klar. Und ja, jetzt habe ich mir testweise, das kostet auch einen Arsch voll Geld. Das ist ein Dyson, ja schon Ventilator, aber der dreht wohl nicht und jedenfalls nicht im typischen Ventilator-Style. Ey. Arschloch. Und den habe ich mir heute bestellt. Der soll auch sehr, sehr gut sein. Kostet auch mal 280 Euro. Aber die Stromkosten sind natürlich lange nicht so hoch. Na, sieh an. Natürlich lange nicht so hoch. Und bin ich mal gespannt, ob das Ding wirklich was bringt. Ich werde euch dann berichten. Aber das... die Temperaturen, also wenn du nicht pennen kannst, du musst um 4:30 aufstehen, du quälst dich darum. Ja, ja. Jemand ist verschwunden, la la la, la la la, ich werde Angriff finden, aber ich werde ihn dir nicht bringen. Das wird nicht passieren. Da hat es auch gerade geplinkert, oder? Nee, doch nicht, eigentlich verguckt. Ja. Ja, und dann habe ich mir noch eine neue AIO geholt. Aber das war jetzt mehr so, weil ich eh die schon lange vor Augen hatte, beziehungsweise Vorgängermodell. Ich wäre so ein kleiner Lian Lee Fanboy. Und damals, als ich mir die Lian Lee Lüfter für mein Gehäuse, ich habe auch ein Lian Lee Gehäuse konsequenterweise, als ich mir damals die Lüfter geholt habe, gab es die Lian Lee AIO, die ich haben wollte, nicht. War das Vorgängermodell. Jetzt gibt es halt den Nachfolger. Und die gab es auch als, wie soll ich sagen, hier ist eine Quest. Oder ist das jetzt wieder nur, ach, das ist der Tunnel-Lag nicht. Ja, überflutete Passage, bla. Genau, Lian Lee. Ich bin echt, ich mag die Sachen von denen. Ich mag die Gehäuse sehr gerne. Oh, die haben auch ein schönes Gehäuse, aber 500 Tacken ist mir too much. Ganz ehrlich. Aber schön ist es trotzdem. Aber wir können eigentlich auch mal... hier müsste doch irgendwie der Durchgang sein. Wenn ich mich zurecht erinnere, zu einem Dungeon, wo man so einen Schlüssel braucht, dass man auch nur einmal täglich probieren kann. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube, ich im... Ach komm, Freunde. Naja, jedenfalls habe ich mir jetzt die Lian Lee Gallagher AIO geholt, die Zweier-Version. Allerdings, ich war zuerst mal überlegen, ob mit dem LCD-Display oder ohne. Das ist einfach nur Optik-Sache. Wobei, muss ich jetzt sagen... fand ich jetzt nicht so schön, weil das so, irgendwie so ein 2,7 Zoll Display ist.
das Display soll wohl sehr gut sein, aber es ist durch diese quadratische Form irgendwie. Mag ich das nicht so. Ach, nerv nicht. Das sieht so klobig aus. Und wenn ihr euch fragt, was labert der Kerl eigentlich von der Scheiße von, wie es aussieht. Ich kaufe mir kein Gehäuse, das ein Glasfenster hat, wenn ich da nicht reingucke und das nicht eine bestimmte Optik hat. Das macht für mich wenig Sinn, das muss sich aber jeder für sich entscheiden. Und jeder für sich muss sagen, ich stehe auf sowas oder nicht. Und es bringt FPS, habe ich gehört. Nein, natürlich nicht, völliger Schwachsinn. Aber ich stehe schon drauf und deshalb habe ich mir jetzt noch die entsprechende AIO bestellt. Wann ich die einbaue, weiß ich nicht. Es hat jetzt nicht wirklich Eile. Komme ich hier rein? Warum nicht? Was fehlt mir denn hierfür? Hallo? Was fehlt mir denn da? Ich habe doch einen Schlüssel dabei. Oder lag der hier noch irgendwo rum? Weil normalerweise sollte man ihn hier auch bekommen. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ah, das ist alles so lange her. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich beim ersten Durchlauf da reingegangen bin. Ich habe zwar irgendeinen Schlüssel dabei für irgendeinen Dungeon. Hier. Ne, das ist der Sledge-Schlüssel. Damit kommen wir hier nicht rein. Die Frage ist, wo finde ich den Scheiß jetzt? Finde ich den hier irgendwo? Ich war eigentlich der Meinung, dass man ihn hier findet. Irgendeinen Gegner oder so. Aber offensichtlich... Also ich finde hier jetzt auch keine Gegner mehr, die das haben könnten. Was ich jetzt ein bisschen doof finde. Ich wäre da gerne heute reingegangen noch. Keine Ahnung gerade. Wo dieser blöde Schlüssel jetzt schon wieder ist. Ich weiß es gerade nicht. Aber auch kein Weltuntergang. Naja, jedenfalls, die werde ich dann irgendwann diesen Monat einbauen und dann ist gut. Gut, ihr Lieben, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.